Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen und darf Sie vor dem Eintritt in die Tagesordnung bitten, sich von Ihren Plätzen zu Seit unserer letzten Sitzung ist ein ehemaliger Abgeordneter, ein ehemaliger Kollege verstorben, dem wir gedenken möchten. Im Alter von 88 Jahren ist der ehemalige Abgeordnete Dr. Christian Bartelt am 6. Februar dieses Jahres verstorben. Er ist am 5. Juni 1931 in Wulf-Latzke in Pommern geboren worden. Nach dem Abitur hat er in Frankfurt und Marburg Rechtswissenschaften studiert und promovierte 1959 zum Dr. Jur. In Marburg, legte 1962 das zweite Staatsexamen ab. Von 1963 bis 1970 war Dr. Bartelt als Beamter im Hessischen Wirtschaftsministerium tätig und vom 1. Juni 1984 bis zum 31. Dezember 1986 Geschäftsführer der Messe Frankfurt GmbH. Von 1970 bis 1974 war er Stadtverordneter in Wiesbaden und im Hessischen Landtag gehörte Dr. Bartelt vom 1. Dezember 70 bis 4. August 83, vom 25. September 83 bis zum 5. Juni 84 und vom 18. Februar 87 bis zum 19. Februar 87 an. Vom 15. Oktober 1980 bis zum 5. Juni 84 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion. Und er war in seiner Zeit als Abgeordneter vom 1. Dezember 82 bis 4. August 83 und vom 25. September 83 bis zum 5. Juni 84 Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Er war Mitglied in unterschiedlichen und vielfältigen Ausschüssen. Dr. Bartelt war verheiratet und hat ein Kind. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Lassen Sie uns seiner einen Moment gedenken. Herzlichen Dank, dass Sie sich zu Ehren des Verstorbenen erhoben haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 33. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und darf, wenn ich in den Plenarsaal schaue, die Beschlussfähigkeit feststellen. Die Tagesordnung vom 11. Februar 2020 und ein Nachtrag vom heutigen Tage mit insgesamt 41 Punkten liegt Ihnen vor. Und Sie können dem Nachtrag der Tagesordnung zu Top 33 bis 38 entnehmen, dass 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen sind. Auch hier gilt das Gleiche wie immer. Nach § 32 Absatz 6 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit 5 Minuten je Fraktion. Und die Aktuellen Stunden werden am Donnerstag um 9 Uhr aufgerufen. Noch eingegangen und in Fächern verteilt ist ein dringlicher Gesetzentwurf aller Fraktionen für ein Gesetz zur Regelung des Rechts der Untersuchungsausschüsse des Hessischen Landtages, Drucksache Nummer 20/2412. Und ich will das ausdrücklich hier betonen. Ich bin sehr dankbar, und zwar allen Beteiligten, und darf den Vizepräsidenten Jörg-Uwe Hahn vielleicht stellvertretend für die Kolleginnen und Kollegen nennen, die sich hier sehr ins Zeug gelegt haben und, wie ich finde, in hoher Kollegialität und mit hoher Konstruktivität einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Das erleben wir auch nicht alle Tage. Und insoweit will ich das durchaus erwähnen und mich bei allen Beteiligten ausdrücklich noch einmal bedanken. Und darf, ja, das ist ein Applaus wert, und darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Gesetzentwurf Top 40, und wir werden ihn am Donnerstag nach Top 18 mit einer Redezeit von 5 Minuten aufrufen. Ebenfalls noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein hessisches Gesetz zur Sicherung einer fachgerechten Praxisanleitung im Rahmen der Ausbildung und Einarbeitung von Fachkräften für Tageseinrichtungen für Kinder. Das ist die Drucksache Nummer 20/2435. Auch hier frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser dringliche Gesetzentwurf Top 42. Und wir rufen ihn, wenn Sie dem nicht widersprechen, mit Top 6 am Mittwoch auf. So machen wir es. Ich darf Sie fragen, ob wir die Tagesordnung so genehmigen können. Auch das ist offensichtlich der Fall. Niemand widerspricht. Wir haben im Ältestenrat vereinbart,
Und Sie können es ja auch der Tagesordnung entnehmen, dass wir heute bis 19 Uhr tagen. Wir beginnen mit der Fragestunde. Dann kommt Top 2. Danach kommt, oder nein, das ist die Regierungserklärung des hessischen Ministers des Innern und für Sport. Entschuldigt fehlen heute ganztägig der Kollege Michael Boddenberg, der Kollege Markus Bocklet und der Kollege Hermann Bolldorf. Ich frage, ob es weitere Entschuldigungen für den heutigen Tag gibt. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Das will ich durchaus noch erwähnen, jedenfalls diese zwei Punkte. Einmal den Himmel über Hessen. Und zwar hat die Auswahl der 7 Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen Licht gestalten, haben die Schülerinnen und Schüler der Q1-Phase der Friedrich-List-Schule hier aus Wiesbaden, die vom 28. bis 30. Januar am Seminar im Zentrum der Landespolitik teilgenommen haben, getroffen. Und die 7 Persönlichkeiten sind Adam Opel, Konrad Zuse, Anne Frank, Georg Büchner, Konrad Duden, Otto Hahn, Jakob Grimm. Ich will auf Folgendes hinweisen und will durchaus auch meiner Freude darüber Ausdruck verleihen, nämlich, dass wir jetzt durchgängig für die Sitzungen einen Livestream haben, sozusagen unseren neuen Livestream haben. Ja, auch das ist ein Applaus wert. Aber das ist nicht einfach nur ein Livestream, sondern das ist mittlerweile ein umfangreiches Informationsangebot. Wir haben im Livestream selbst die aktuellen Tagesordnungspunkte. Wir haben die Namen und die Fraktionszugehörigkeiten bzw. die Funktionen der Redner eingeblendet. Und wir werden ergänzend direkt auf der Internetseite des Livestreams mit einem Klick oder es ist ergänzend dazu mit einem Klick der Ablaufplan abrufbar. Es gibt darüber hinaus noch Informationen. Alle Tagesordnungspunkte werden inhaltlich kurz zusammengefasst. Und die dazugehörigen Drucksachen können auch direkt abgerufen werden. Ich finde, das ist schon ein sehr gutes Angebot, um Landespolitik transparent zu machen, nachvollziehbar zu machen. Es gibt nach wie vor das Angebot des Videoarchivs bei YouTube. Und das will ich auch jetzt tun. Ich werde es heute Abend noch einmal tun. Ich darf Sie sozusagen auch noch einmal hinweisen auf den Parlamentarischen Abend des Hessischen Rundfunks, der heute Abend stattfindet. Aber ich will das durchaus erwähnen. Der Hessische Rundfunk ist unser Partner bei diesem Livestream, und dafür bin ich außerordentlich dankbar. Denn die Technik, die hier vonnöten ist, ist schon ein komplexes Werk, und dafür braucht man einen echten Medienprofi wie den Hessischen Rundfunk. Deswegen mein herzlicher Dank an Frau Wellstein im Besonderen und Herrn Intendanten Krupp, denn die beiden haben uns hier wirklich enorm geholfen. Letzter Hinweis für heute jedenfalls. Ich will hinweisen auf ein Fotoshooting im nächsten Plenum, das stattfinden wird. Wir werden das an 3 Plenartagen haben, das Fotoshooting. Dafür, dass einheitliche Porträtfotos entstehen, die wir brauchen, insbesondere da wir unseren Hessentagsauftritt ein bisschen modernisieren wollen, modernisiert haben. Das ist dringend notwendig. Und deswegen darf ich Sie bitten, auf die Hinweise in Ihren Fächern zu achten. Das wird hinter uns im Glaskasten Raum 102M stattfinden, aber erst nächste Plenarrunde. Das ist die Plenarrunde im März. Ich wollte es vorsorglich schon heute angesprochen haben. Und jetzt noch einmal allerletzter Hinweis auf den Parlamentarischen Abend des Hessischen Rundfunks. Heute Abend 19 Uhr im Erdgeschoss des Plenargebäudes. Damit bin ich am Ende der Mitteilungen angelangt.